Es passiert mir immer wieder, wenn ich mit Beratern, wenn ich mit Dienstleistern im Kontakt bin, dass die Aussage kommt, wir haben unsere Kunden im Griff, wir haben eine hohe Kundenbindung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie Ihre Kundenbindung aussieht und was tun Sie für Ihre Kundenbindung? Wie oft beispielsweise haben Sie Kontakt mit Ihrem Kunden und wie oft treten Sie in Kontakt mit neuen Angeboten, mit neuen Lösungsmöglichkeiten, damit Ihr Kunde begeistert ist von Ihnen, dass Ihr Kunde spürt, Sie haben ein Angebot, das von anderen Dienstleistern abhebt, von Ihren Mitbewerbern abhebt. Beispielsweise absichtslose Kundenanrufe, absichtslose Kundengespräche, beispielsweise Geburtstagsglückwünsche oder Sonderangebote, neue Angebote, neue Produkte. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Sie ausschöpfen können, um regelmäßig mit Ihrem Kunden in Kontakt zu treten und Content zu liefern. Content ist das Schlagwort. Welchen Nutzen, welchen Service bieten Sie Ihren Kunden, damit A, Ihre Kunden die Treue halten und B, Ihre Kunden zu Fans werden und auch Sie weiterentwickeln und so natürlich Ihr Neukundengeschäft läuft. Wenn Sie weitere Informationen möchten, finden Sie diese unter www.michaelfaas.de und ich freue mich, wenn ich Sie im Rahmen von meinem Impulsvortrag vom Berater zum Spitzenverkäufer unterstützen kann. Herzliche Grüße, Michael Faas.